Am Rhein zwischen Bonn und Koblenz. Hier gibt es einen Ort, der eine dramatische Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen kann. Die Brückentürme der Ludendorffbrücke, die heute nicht mehr steht, zwischen Remagen und Erpel. Bis März 1945 fuhren über die Eisenbahnbrücke Züge zur Westfront nach Frankreich. Und genau diese Brücke spielt eine entscheidende Rolle für das Ende des Krieges im Westen. Kaum jemand, der heute Remagen besucht, ahnt, welche außergewöhnlichen Ereignisse hier 1945 stattgefunden haben. Welche tragischen Schicksale damit verbunden sind. Aufbewahrt ist diese Geschichte im dortigen Friedensmuseum. Und deshalb nicht ganz vergessen. Was geschah nun in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges am Rhein? Im Sommer 1944 sind amerikanische und britische Streitkräfte in der Normandie gelandet. Seitdem drängen sie die deutsche Wehrmacht in Westeuropa immer weiter zurück und befreien die besetzten Gebiete. Ende 1944 beginnen sie die Offensive auf Deutschland. Der Vormarsch wird mit massiven Luftangriffen auf das Rheintal begleitet. Die Remagener Brücke ist ein wichtiges Angriffsziel. Kasernen, Rüstungsfirmen, Nachschubverbindungen und Wohngebiete werden zerstört. Für die Bevölkerung am Rhein bringen die Bomben Elend und Tod. Die Hälfte aller Häuser in Remagen und Erpel werden zerstört. Viele Menschen verlieren bei den Angriffen ihr Leben. Die Überlebenden flüchten in den Eisenbahntunnel, der sich in Erpel unmittelbar an die Brücke anschließt. Zur Sicherung der Brücke sind in den Türmen und im Tunnel Soldaten der deutschen Wehrmacht postiert. Nach den verheerenden Angriffen können sie der Bevölkerung diesen Zufluchtsort nicht mehr verwehren. Karl Feldens hat die Luftangriffe als sechsjähriger Junge in der Obhut seiner Familie hier miterlebt. Jetzt kommen die alten Erinnerungen wieder hoch. Hier haben wir wochenlang in der Nische gesessen. Es war sehr kalt. Es war ja Winter. Hier zog es. Wir hatten eine Bank, vorne ein paar Bretter, Decken hatten wir von zu Hause mitgebracht. Ich selber als Kind bin teilweise spielen gegangen. Man konnte ja nicht immer sitzen. Und meine Mutter und Oma und noch ein Ehepaar, die waren auch hier mit in der Nische. Dann Bombenangriff, die Leute haben vor Angst gezittert. War eine ganz schreckliche Zeit gewesen. Nachts konnten wir erst wieder nach Hause gehen. Hier war der Ort, wo man sicher war vor den Bomben. Ein anderer Zufluchtsort ist ein stillgelegter Bergwerksstollen ganz in der Nähe. Dort sucht die Familie von Matthias Ott Schutz vor den Luftangriffen. Als Ende des Krieges 1944, das mit den Bomben immer schlimmer wurde hier in Erpel, hat der Vater eine bombensichere Unterkunft gesucht für seine Familie. Und da ist eben dieses alte Zwerchenloch, so wurde das früher im Volksmund geheißen, in den Sinn gekommen und das ist absolut bombensicher. 1945, da wurde das so schlimm. Da gab es kein Fliehalarm mehr und Entwarnung oder sowas. Da waren die Flieher immer da. Und da hat man dann fast den ganzen Tag da dran gehockt. Ne? Mitte Dezember 1944 versucht die deutsche Wehrmacht mit einem Großangriff im südlichen Belgien den Vormarsch der Alliierten nach Deutschland doch noch aufzuhalten. Die Ardennenschlacht bricht los. Furchtbare Kämpfe mit riesigen Verlusten auf beiden Seiten. Am 16. Dezember um 5.30 Uhr morgens brach die Hölle los. Die deutsche Artillerie fing an, auf uns zu schießen. Es war der Beginn der Schlacht, die wir Battle of Bulge nennen. Die Deutschen hatten das Ziel, den Hafen von Antwerpen zurückzuerobern und damit die britischen von den amerikanischen Truppen zu trennen.
from the American troops. Für die Alliierten ist Antwerpen von großer strategischer Bedeutung. Hier kommt der Nachschub aus England an. Deshalb wird um jedes Haus, jedes Dorf, jede Stadt verbissen gekämpft. Es ist eine Entscheidungsschlacht, die für den Kriegsverlauf am Rhein die Weichen stellt. Viele tausend Soldaten verlieren dabei ihr Leben. Immer wenn es Artillerie- oder Maschinengewehrfeuer gab, dann war ich sehr in Sorge um mein Leben. Aber ich erinnere mich nicht, Angst gehabt zu haben. Ich weiß nicht warum. Ich glaube aber, auch andere fühlten so. Ich war nicht sehr mutig, aber mit 19 denkt man, man ist unbesiegbar. Die deutsche Wehrmacht wird vernichtend geschlagen. Die Westfront bricht völlig zusammen. Kompanien lösen sich auf. Hitler tauscht Kommandeure aus. Ein großes Chaos in der Führung der Wehrmacht ist die Folge. Aus Berlin kommt jetzt der Befehl, alle Rheinbrücken vor den heranrückenden Alliierten unverzüglich zu sprengen. Bis auf eine, die Ludendorff-Brücke in Remagen. Sie soll zunächst stehen bleiben. Das aber wissen die Amerikaner nicht. Die Alliierten gehen davon aus, dass der Rhein ohne intakte Brücken eine nur schwer zu überwindende Barriere darstellt. Oberbefehlshaber Eisenhower trifft deshalb eine wichtige Entscheidung. Der Leiter des Friedensmuseums in Remagen hat sich mit den Plänen des Generals intensiv beschäftigt. Am 5. März hat Eisenhower gesagt, wir gehen nicht über den Rhein. Wir haben in den letzten Wochen so viel Soldaten verloren. Diese verfluchten Deutschen werden uns bei einem Versuch, über den Rhein zu gehen, wieder so große Verluste machen. Und deshalb habe ich mit dem Briten Montgomery gesprochen, dass der in einigen Wochen bei Wesel über den Rhein gehen wird. Was der da jetzt schon an Kriegsmaterial hat, an Lastenseglern und, das kann ich aus Amerika überhaupt nicht herbringen. Und deshalb lassen wir die Briten über den Rhein gehen. Und wenn die rübergegangen sind, dann machen wir das auch, denn dann sind unsere Verluste nicht so groß. Dieser Strategie folgend bewegen sich vier amerikanische Armeen von Süden und Norden auf den Rhein zu. Hitler erteilt den Befehl, die Stellungen im Westen unbedingt zu halten und bis zum letzten Mann zu kämpfen. Ein entscheidender Befehl für den Ausgang des Krieges. Die Wehrmacht ist jedoch so geschwächt, dass sie ihre letzte Verteidigungslinie, den Westwall vor den Flüssen Rhein und Maas, nicht mehr halten kann. Versprengte deutsche Einheiten ziehen sich an den Rhein zurück. Heinz Schwarz ist zu dieser Zeit als 16-Jähriger bei der Brückensicherungstruppe in Erpel. Hier habe ich meinen Dienst verrichtet als Luftwaffenhelfer. 1945, Februar, März, weil in diesen Räumen hier eine Verbindungsstelle, eine Telefonverbindungsstelle war für die militärischen Einheiten, die in Remagen stationiert waren. Das war mein Job hier, da zu sitzen, zu warten, ob jemand telefonieren will. Der Rückzug der deutschen Wehrmacht konzentriert sich auf die Remagener Brücke. Die Sicherung haben die Kampfkommandanten Major Karl Friesenhahn und sein Hauptmann Willy Bratke übernommen. Zur Truppe gehören vorwiegend ältere, verwundete Soldaten ohne schwere Waffen. In der Nähe der Brücke, bei Linz, liegt die Pioniereinheit von Major Herbert Strobel. Er hat den Auftrag, die Eisenbahnbrücke für den Rückzug deutscher Truppen mit Holzbohlen auszulegen. Sprengladungen für eine spätere Zerstörung der Brücke werden angebracht. In einem der Türme in Erpel sind Maschinengewehrschützen stationiert. Ja, ja. Hier war's. Es war am 6. März, um die späte Mittagszeit, klingelte das Telefon. Hier Bratke, ich hätte gerne den Herrn Friesenhahn. Habe ich verstöpselt und konnte, indem ich die Sprechtaste loshielt, mithören, was nicht erlaubt war. Dann hieß es, Heil Hitler, Herr Friesenhahn, Heil Hitler, Herr Bratke. Amerikaner in Rheinbach durchgebrochen. Mit Vorstoß auf Bonn und Remagen ist zu rechnen. Brücke ist mit Zündung zur Sprengung vorzubereiten. Heil Hitler, Herr Friesenhahn, Heil Hitler, Herr Bratke. Da war mir klar, jetzt kommt der Krieg hierhin, zu dir unmittelbar. Im Ahrtal kämpfen letzte deutsche Einheiten einen aussichtslosen Kampf gegen die amerikanische Übermacht.
Dort befiehlt General Hitzfeld seinem Adjutanten Major Hans Scheller, das Kommando an der Brücke in Remagen zu übernehmen. Er soll sie möglichst lange offen halten, damit die deutschen Soldaten noch über den Rhein wechseln können. Wenn die Amerikaner auftauchen, soll er sie unter Beschuss nehmen und dann als letztes Mittel die Brücke sprengen. Major Scheller macht sich am frühen Morgen des 7. März auf den Weg. Nach wenigen Kilometern hat sein Fahrzeug kein Benzin mehr und er fährt mit einem Fahrrad weiter nach Remagen. Die Brücke war ja durch die Fliegerangriffe sehr beschädigt worden, war aber morgens um 4 Uhr sowas wieder in Ordnung. Da sind noch 3 Lazarettzüge von Neuenahr, habe ich noch den Befehl nach Neuenahr übergeben, dass die Brücke frei wäre, die Lazarettzüge könnten kommen. Am Morgen des 7. März? 7. März. Und dann kam der Rückzug. Da motorisierte Einheiten kamen rüber und gegen 10 Uhr, genau kann ich die Zeit nicht, natürlich nicht mehr sagen auf die Minute, kam der Herr Major Scheller zu mir auf den Stand und verlangte den Brückenkommandanten zu sprechen. Im Eisenbahntunnel von Erpel hat das Landestheater Rheinland-Pfalz die Ereignisse an der Brücke in Szene gesetzt. Die Darstellung versucht, das Chaos in der militärischen Führung wiederzugeben. Ja, man sagte mir, dass ich Sie ja antreffen würde. Major Scheller, ich bin der neue Kampfkommandant des Festungsbereichs Remagen. Sie kommen allein zu Fuß. Und wo ist Ihr Bataillon? Jetzt aber mal langsam, Herr Hauptmann. Wollen wir nicht einen Punkt nach dem anderen klären? Major Hans Scheller. Mein Kommandeur und damit auch Ihres, General Hitzfeld. Seit heute Nacht 1 Uhr. Unterstehen Sie jedenfalls dem Befehl des 67. Armeekorps 15. Armee. Und in mir sehen Sie den zum gleichen Zeitpunkt eingesetzten Kampfkommandanten des Festungsbereichs Remagen vor sich, dessen Befehle Sie entgegenzunehmen haben. Der letzte deutsche Widerstand westlich des Rheins ist gebrochen. Die Wehrmacht ist geschlagen. Hals über Kopf versuchen verbliebene Einheiten, sich über den Rhein zurückzuziehen. Jeder will über die Brücke. Denn es ist davon auszugehen, dass auch sie bald gesprengt wird. Die Bevölkerung aus Remagen flieht vor den nahenden amerikanischen Truppen und bringt sich auf der anderen Rheinseite im Tunnel in Sicherheit. Zu dieser Zeit ist die erste US-Armee nur noch 14 Kilometer entfernt. Und da kam kurz drauf ein höherer Artilleriehauptmann, und da sollte die Brücke gegen Mittag schon gesprengt werden, und er bat dringend noch von Abstand zu nehmen, es wären noch motorisierte Einheiten auf dieser Seite, die sie beim Einsatz auf der anderen Seite dringend gebrauchten. Und das hat zur Verzögerung der Sprengung geführt? Zur Verzögerung der Sprengung geführt. Die 9. US-Panzerkompanie kommt ohne große Kampfhandlung rasch voran. Doch das, was sie jetzt von der Rheinhöhe bei Remagen aussehen, ist für die Soldaten eine totale Überraschung. Und dann schauen die in das Rheintal und sehen eine Brücke und sagen, wow, there's a bridge, what shall we do? Und die konnten über Funk telefonieren und kommen dann keinen General, sondern einen Offizier Leonard und sagen, Sir, wir sind in Remagen an dem Rhein, da ist eine Brücke. Und dann sagt der Jungs, guckt, dass ihr das Ding kriegen könnt. Kein Amerikaner hat erwartet, dass es am Rhein noch eine intakte Brücke gibt. Ein Glücksfall, so sehen es die Amerikaner, die nun neue Entscheidungen für ihren Vormarsch treffen. Wir kamen den Hügel hoch und sahen, dass die Brücke noch stand. Rauch stieg auf, Truppen gingen über die Brücke. Da kamen ziemlich schnell Offiziere mit General Hodge und Leonard heran. Und als Hodge die Brücke sah, konnte er es nicht fassen und sprang vor Freude in die Luft. Dann befahl er, Einstellen des Artilleriefeuers und Einnahme der Brücke. Er sagte, ich gebe euch 45 Minuten, um dort runterzugehen, die Stadt Remagen und die Brücke einzunehmen. Zu der Zeit war Lieutenant Timmermann schon unten in der Stadt. Wir haben uns dann auch direkt auf den Weg gemacht. Oberbefehlshaber Eisenhower wird informiert und ist hoch erfreut. Er motiviert seine Leute, Remagen und die Brücke schnell einzunehmen. Hier tut sich die ungeahnte Möglichkeit auf, einen Brückenkopf auf der rechten Rheinseite aufzubauen, um damit die Rheinüberquerung für weitere US-Einheiten zu sichern.
There wasn't much fighting in the town of Remagen when you come up. Es gab nicht viele Gefechte in Remagen. Das einzige Maschinengewehrfeuer, das ich erlebte, als ich in die Stadt kam, war von Jugendlichen, die aus Häusern schossen. Einer unserer Panzer kam uns zur Hilfe. Ein Junge war besonders hartnäckig und beschoss uns aus einem Haus heraus. Wir konnten ihn nicht kriegen. Unser Panzer nahm ihn ins Visier und schoss ein großes Loch in das ganze Gebäude und schaltete ihn aus. Das war's. Heinz Schwarz hat zu dieser Zeit wieder Bereitschaftsdienst in der Telefonvermittlung im Brückenturm von Erpel. Also es ist sicher, dass ich hier die letzten Stunden ganz alleine war und dann noch mal mit einem Luftwaffenhelfer telefoniert habe. Ich gehe mal gerade gucken, bin also oben raus, gutes Fernglas, Stahlhelm auf. Aus einer der Gassen, die in Remagen zum Rhein gingen, habe ich den ersten amerikanischen Soldaten gesehen, der ging Gewehr im Anschlag, aber dann irgendwo wie spazieren auf den Brückenturm zu. Kein Angriff, kein Schuss, kein gar nichts. Die US-Soldaten nehmen in Remagen Zivilisten und versprengte deutsche Soldaten gefangen. Hier ist der Krieg zu Ende. Gefangene sagen aus, dass die Brücke am Nachmittag gesprengt werden soll. Gegen 15 Uhr steht der amerikanische Voraustrupp bereit, um die Brücke einzunehmen. Allen ist klar, dass es ein Himmelfahrtskommando ist, jetzt auf die Brücke zu gehen. Mitten in der Auffahrt zur Brücke klafft ein großes Sprengloch. Die amerikanischen Panzer können nicht weiter und nehmen das gegenüberliegende Ufer unter Beschuss. Und dann sah ich den ersten amerikanischen Panzer auf der linken Rheinseite neben dem Brückenturm stehen. Da habe ich gewusst, Heinrich, jetzt wird es Zeit. Jetzt musst du hier raus. Und bin dann in den Tunnel gelaufen. Ich wollte heim zur Mama, wollte heim zur Familie. Dort beobachten deutsche Soldaten den amerikanischen Vormarsch zur Brücke. Hauptmann Bratke und der neue Kampfkommandant Major Scheller haben unterschiedliche Vorstellungen, was jetzt zu tun sei. Die Brücke ist zur Sprengung vorbereitet. Und Bratke will sie sofort in die Luft jagen. Scheller will den Übergang bis zum letzten Moment für General Hitzfeld und seine Soldaten offen halten. Als die Amerikaner das Loch zur Auffahrt der Brücke in Remagen notdürftig verfüllt haben, gibt Major Scheller den Sprengbefehl. Hauptmann Bratke überlebte den Krieg und wurde Jahre später vom amerikanischen Fernsehen interviewt. Es war gegen 15.15 Uhr, als der Sprengbefehl gegeben wurde. Friesenhahn ruft, alles hinlegen. Wir warten. Minuten. Passiert nichts. Wie wir nachher feststellen konnten, hatte ein Zufallstreffer der amerikanischen Panzer, die da drüben standen, das Sprengkabel, das so stark war wie mein Arm, getroffen und auseinandergerissen. Nun muss die vorbereitete Notsprengung von einem Soldaten per Hand auf der Brücke gezündet werden, unter dem Beschuss der Amerikaner. Und dann schreit Scheller, ich brauche einen Freiwilligen. Und niemand meldet sich. Und als er das dritte Mal sagt, ich brauche einen Freiwilligen, wenn sich jetzt keiner meldet, bestimme ich einen. Und da meldet sich der Unterfeldwebel Fausten aus Koblenz und sagt, ich mach das. Die Sprengung wird gezündet. Doch die Brücke hebt sich nur und fällt in die alte Lage zurück. Es war nicht nur zu wenig Sprengmaterial, sondern auch das Falsche. Ein Industriesprengstoff mit geringer Zerstörungskraft. Und da schrie Scheller, das ist zum wahnsinnig werden. Ich war in meinem Leben noch nicht hier. Ich komme aus Bayern. Ich muss Kontakt zu meinem General Hitzfeld haben. Ich muss dem sagen, was passiert ist. Wie komme ich hier weg? Da rufen ein paar Frauen aus Erpel, laufen sie hängen aus dem Tunnel, stehen Fahrräder, nehmen sie sich hin und hauen ab. Und das machte. Ich gab jetzt sofort den Befehl, alle Soldaten aus dem Tunnel heraus, die Stellungen besetzen. Amerikaner darf nicht über die Brücke kommen. Vorn aus dem Tunnel herauszukommen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Dort drüben stand die ganze Straße entlang die amerikanischen Panzer, ihre Rohre auf den Tunneleingang gerichtet. Ich selbst war kurz vorher draußen noch und kriegte ein wahnsinniges Feuer. Aus einem der Türme in Erpel beschießen deutsche Soldaten mit einem Maschinengewehr die vorrückende Einheit der Amerikaner. Paul Priest ist gleich dahinter. You didn't know what was going to happen. Man wusste nicht, was passieren würde. Also haben wir entschieden, schnell über die Brücke zu kommen, und zwar so schnell wie möglich.
für den Fall, dass die Brücke doch gesprengt würde. Wir sind also von Träger zu Träger gelaufen, um zu überleben. Wir liefen auf beiden Seiten der Gleise. Der Laufweg war aus geriffeltem Stahl, sodass man direkt runter ins Wasser schauen konnte. Alex Drabik ist der erste amerikanische Soldat, der am Ende der Brücke ankommt. Später wird er dafür geehrt. Mit zwei seiner Kameraden läuft Drabik in einem der Türme die Treppe hoch und sieht, wie drei junge deutsche Soldaten gerade dabei sind, das Maschinengewehr nachzuladen. Die US-Soldaten nehmen sie gefangen. To me, it was a fight. Aus meiner Sicht war es ein Gefecht. Es wurde aus Maschinengewehren und Gewehren von der anderen Seite geschossen. Es war ein echter Kampf, so würde ich es bezeichnen. In vielen Büchern steht, dass die Einnahme der Brücke leicht war, aber das war sie nicht. Es war ein hartes Stück Arbeit. Und wenn Leute fragen, ob man Angst hatte, sage ich, ja. Jeder, der sagt, er hatte keine Angst, ist verrückt. Wenn du dich von Stahlträger zu Stahlträger bewegst und du bist ganz alleine und du weißt nicht, ob du erschossen wirst oder eben nicht. Nachdem die Brücke eingenommen ist, gilt es für die Amerikaner, die restlichen deutschen Soldaten im Tunnel zu stellen. Sie werfen Handgranaten in den Tunneleingang. In dem Tunnel selbst befanden sich außer uns Soldaten noch ungefähr 500 Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder. Und der Amerikaner schoss ja auf uns herein, als wir raus wollten. Ein Mann, ein Kind wurden verwundet. Und den Zivilisten brach eine Panik aus und die ersten Zivilisten verließen den Tunnel mit der weißen Fahne. Daraufhin befahl ich, den Kampf einzustellen. Und so kam der Amerikaner hier über die Brücke. Zu den Zivilisten im Tunnel gehört auch Willi Feldens. Als Eisenbahner trägt er eine schwarze Uniform, die der SS-Uniform ähnlich ist. Die US-Soldaten schießen sofort, als sie ihn am Tunnelausgang sehen. Dabei verletzen sie Willi Feldens schwer. Sein Sohn Karl war damals auch dort. Hier ist die Stelle, wo mein Vater verwundet wurde. Der war ja anfangs mit in der Nische und dann sagte der zur Oma, ich gehe mal nach vorne schauen, was da los ist. Vater hatte eine dicke Briefmappe und die Kugel, die ist hier rein, da raus und dann die in den Körper rein. Ein Bekannter, der kam zu uns gelaufen und sagte, der Willi, der ist verwundet. Wir waren hinten ja in der Nische gewesen und dann Oma und Mutter sind dann dahin und da hatten schon Leute meinen Vater auf Rohre gelegt. Die Mutter von Karl Feldens versucht, einen Arzt unter den amerikanischen Soldaten zu finden. Ohne Erfolg. Nach 20 Stunden stirbt Willi Feldens. Sein Sohn Karl ist bei ihm. Die Amerikaner wissen um die außergewöhnliche strategische Bedeutung der Brücke. Pioniereinheiten entfernen die noch vorhandenen Sprengladungen und reparieren Schäden. Noch in der Nacht schaffen sie eine große Anzahl von Soldaten und Panzern über den Rhein. Sie müssen auf der Hut sein, denn überall am östlichen Ufer des Rheins gibt es noch SS-Soldaten, die sie beschießen. Wir fuhren die ganze Nacht in leichtem Sprühregen nach Remagen durch. Wir kamen da früh am Morgen an. Das Letzte, an das ich mich erinnere, während wir von der Brücke wieder runter sind, war einer unserer Jeeps, der am Rande der Bahnlinie ausgeschaltet stand, mit dem armen Fahrer über das Lenkrad gebeugt. Er war tot, erschossen. Das hat etwas mit mir gemacht, weil ich das erste Mal den Tod so gesehen habe. Die deutsche Heeresführung ist über den Verlust der Brücke entsetzt und gibt der Pioniereinheit von Major Herbert Strobel den Befehl, sie noch in der Nacht zurückzuerobern. Eine unmögliche Aufgabe. Strobel bereitet die Operation trotzdem gewissenhaft vor und gibt nach Mitternacht seinem Leutnant den Befehl zum Angriff. Die Pioniere haben aber keine Chance. Sie sind den gepanzerten US-Einheiten hoffnungslos unterlegen, werden zurückgeschlagen oder gefangen genommen. Jeder gewöhnliche deutsche Soldat ergab sich und lieferte automatisch auch seine Waffen ab. Nach der Einnahme der Brücke sind Dutzende von ihnen rechts und links aus dem Wald aufgetaucht. Sie warfen ihre Waffen nieder und gaben auf. Sie wollten nach Hause.
Die amerikanische Armee baut nun den Brückenkopf am Ostufer des Rheins aus. Nach wenigen Tagen sind auch Pontonüberquerungen über den Fluss gebaut. Und innerhalb einer Woche wechseln in Remagen rund 25.000 Soldaten mit Panzern und schwerem Gerät die Rheinseiten. Gleichzeitig versuchen deutsche Artillerie und Luftwaffe mit massiven Angriffen die Brücke wegzubomben. Sogar die angebliche Wunderwaffe, die V2-Rakete, wird hier zum Einsatz gebracht, verfehlt aber das Ziel. Es ist unglaublich, wenn ich jetzt in meinem Alter an früher zurückdenke, als ich 18, 19 Jahre alt war. Ich hatte damals keine Angst. Ich kann mir einfach keinen 18-, 19-Jährigen von heute vorstellen, der das durchmacht, was ich damals erlebte. Es ist schwer, sich das vorzustellen, dass ich zu der Zeit keine Angst hatte. Aber man war da, um zu kämpfen. Der Tod war furchtbar anzuschauen. So viele Kameraden starben um einen herum. Ja, ich habe gebetet. Ich wollte wieder nach Hause zu meinen Eltern. Doch der Krieg ist noch nicht zu Ende. 50 Kilometer entfernt, in Rimbach im Westerwald, befindet sich das Hauptquartier der deutschen Heeresgruppe West. Major Scheller will die Nachricht vom Verlust der Brücke überbringen. Es gelingt ihm nicht, den Amerikanern in die Hände zu fallen. Doch der Generalstab weiß längst Bescheid. Scheller ist überrascht, dass er sofort bei seiner Ankunft verhaftet wird. Andere Offiziere, die mit der Brücke zu tun hatten, werden ebenfalls in Rimbach festgehalten. Hitler ist außer sich und will ein Exempel statuieren. Die Offiziere müssen sich vor einem Sonderstandgericht verantworten. In diesem Haus in Rimbach tagt schon ab dem 10. März das Gericht. Den Majoren Herbert Strobel, August Kraft, Hans Scheller und Oberleutnant Karl-Heinz Peters wird Feigheit vor dem Feind und mangelnder Entschluss und Tatkraft vorgeworfen. Das Standgericht ist an einer Wahrheitsfindung nicht interessiert. Die Offiziere werden zum Tode verurteilt. Die Urteile sollen sofort vollstreckt werden. Eckhard Strobel, der Sohn von Major Strobel, ist damals 14 Jahre alt. Er besucht zum ersten Mal die Brückentürme, die für seinen Vater zum Schicksalsort wurden. Es existiert ein Brief von einer Frau, die erzählt, dass Vater zusammen mit Major Kraft abends eingetroffen wären und einen Bericht schreiben musste, wie der Verlauf und wo sie die Tage vorher tätig waren, niederzuschreiben, was beide wohl getan haben. Und dann hat die Frau meinem Vater eine Zigarrenkiste gegeben, worin er Brille, Etui und Notizbuch abgab. Und sie gab ihm Briefpapier, das hatte er angefordert, darum gebeten. Und dort hat er wohl einen Brief geschrieben, der uns aber nie erreicht hat. Und am nächsten Tag war die Gerichtsverhandlung. Und ich glaube, diese Frau hat mehr geahnt als mein Vater und Major Kraft, was am nächsten Tage sich ihnen gegenüber ereignen würde. Gerd Scheller ist schon viele Jahre damit beschäftigt, das Schicksal seines Vaters Major Hans Scheller aufzuarbeiten. Er war damals 6 Jahre alt, als der Vater in diesem Tunnel das Kommando hatte. Wenn ich jetzt hier im Tunnel bin, muss ich sagen, realisiere ich noch gar nicht wirklich, dass das genau der Ort ist, an dem das alles passiert ist. Und es ist auch, glaube ich, nicht so richtig nachzuvollziehen, wie tragisch diese ganze Geschichte auch hier im Tunnel war. Er ging natürlich nicht zu dieser Verhandlung, die ihn letztendlich dann zum Tode verurteilt hat, in dem Glauben, dass ihm überhaupt was passieren konnte. So ist ja auch der General Hitzfeld war ja anwesend, als er ankam und hat ihm gesagt, gehen Sie mal hin und schreiben Sie alles bitte auf und Ihnen kann gar nichts passieren. Wie sehr hat sich dieser pflichtbewusste Offizier doch getäuscht. Über diesen Weg am Rande von Rimbach wird Hans Scheller mit seinem Kameraden Karl-Heinz Peters von einer Gruppe Soldaten geführt und dann in einem nahen Waldstück erschossen. Das Problem an der Geschichte war,
dass es damals die Sittenhaft gab und dass wir, wenn da irgendwas passiert wäre, er weggelaufen wäre oder irgendwas, wären wir auf jeden Fall ins KZ gekommen. Das ist der Hintergrund, weshalb er überhaupt auch dahin ist. Er hätte ja zu den Amis überlaufen können. Und ich glaube, auch in diesem Sinne ist er dann diesen Weg gegangen und hat sich da erschießen lassen. Ebenso ergeht es den Majoren August Kraft und Herbert Strobel. Im Nachbarort Oberirsen werden sie unmittelbar nach der Verhandlung im nahen Wald erschossen. Wir waren aus dem Luftschutzkeller raufgekommen. Es war gerade Entwarnung gegeben worden. Und wir gingen in die Wohnung und ich sagte zu meiner Mutter, lass uns mal den Wehrmachtsbericht hören. Und im Anschluss an den Wehrmachtsbericht als ergänzende Nachricht hörten wir dann eben von dem Schicksal, was Vater und weitere Offiziere ereilt hatte. Die Nachricht hatte uns so betroffen, dass wir natürlich in Tränen ausgebrochen sind. Auch meine Schwester, die ja mit bei uns lebte, und wir es, wie gesagt, nicht fassen konnten. Erst Monate später sind die Leichen auf dem Friedhof im nahen Birnbach beerdigt worden. Für die Familien bedeutet das Todesurteil die Aberkennung aller Rechte über den Krieg hinaus, auch den Verlust einer hinterbliebenen Rente. Die Witwe und die beiden Söhne von Major Scheller strengten 1967 ein Revisionsverfahren beim Landgericht Landshut an. Der ehemalige Vorgesetzte General Hitzfeld war ein wichtiger Zeuge und konnte Major Scheller entlasten. Meine Mutter hat sehr gekämpft, dass mein Vater rehabilitiert wurde. Und wir zwei Brüder konnten gemeinsam mit ins Gericht und konnten die gesamte Gerichtsverhandlung uns anschauen und konnten das alles miterleben, wie mein Vater rehabilitiert wurde. Auch die Familie Strobel bemühte sich viele Jahre um Rehabilitation des Vaters. Die Oberstaatsanwaltschaft Koblenz teilte Frau Strobel schließlich 1969 mit, dass das Todesurteil gegen ihren Mann als objektiv rechtswidrig anzusehen ist. Im März 1945 geht der Kampf um die Brücke von Remagen weiter. Die ersten deutschen Düsenjäger des Zweiten Weltkriegs fliegen eine Woche nach der Eroberung Bombenangriffe. Die Brücke wird weiter beschädigt, aber sie trägt trotz hoher Belastung unvermindert amerikanische Soldaten und Kriegsmaterial auf die andere Rheinseite. Und dann am 17. März, genau 10 Tage nachdem die Amerikaner herübergekommen sind, brach die Brücke ganz plötzlich von einem Augenblick zum anderen zusammen und riss viele amerikanische Soldaten mit in den Tod. Das war dann das Ende der Brücke. Durch Zufall ist an diesem Tag ein Kamerateam der US Army zugegen und kann den Einsturz dokumentieren. Die meisten der Soldaten können nur tot geborgen werden oder bleiben in den Rheinfluten vermisst. Insgesamt sterben 30 amerikanische Soldaten beim Einsturz der Brücke von Remagen. Man fragt mich immer wieder, warum wurde sie nicht wieder aufgebaut? Und das ist so einfach. Die Brücke ist im Ersten Weltkrieg gebaut worden, um Krieg gegen Frankreich zu führen. Und diesen Sinn und diesen Zweck hat sie verloren. Und deswegen brauchen wir Gott sei Dank diese Brücke nicht mehr. Die intakte Brücke hat den Verlauf des Krieges in seiner Schlussphase entscheidend beeinflusst. Schneller als gedacht erreichen die Amerikaner die kriegswichtigen Städte, Energiezentren und Kommandostellen mitten in Deutschland. Als auch die Briten bei Wesel den Rhein überqueren, kommt für die deutsche Bevölkerung endlich das Kriegsende in Sicht. Damit wird auch eine noch schlimmere Katastrophe verhindert. Hätte sich der Kampf am Rhein festgefahren und zu weiteren Verlusten amerikanischer Soldaten geführt, so wäre der durch die amerikanische Regierung erarbeitete Manhattan-Plan zum Einsatz gekommen. Er sah vor, die im Juni 1945 fertig entwickelte erste Atombombe über Ludwigshafen oder Berlin abzuwerfen. In
Im April 1945 kesseln die westlichen alliierten Truppen das Ruhrgebiet ein. In wenigen Tagen ergeben sich über 300.000 deutsche Soldaten und gehen in Gefangenschaft. Die Amerikaner transportieren die Gefangenen zunächst in die sogenannten Rheinwiesenlager zwischen Remagen und Koblenz. Bis zu 270.000 deutsche Soldaten vegetieren in einem riesigen Stacheldrahtverhau auf der blanken Erde bei Remagen. Tagelang gibt es nichts zu essen. Zu trinken gibt es das ungeklärte Rheinwasser. Viele Gefangene erkranken an Ruhr und Typhus und überleben diese Strapazen nicht. Nach dem Krieg ist Erpel am Rhein vollkommen zerstört und die Bewohner sind zunächst damit beschäftigt, ihr Zuhause wieder aufzubauen. Dann erinnern sie sich an ein Versprechen, das sie bei einem der schweren Bombenangriffe gegeben haben. Es waren ja auch sehr viele ältere Leute da drin und die haben natürlich gebetet, wenn die Fliegerangriffe waren. Und bei so einem Angriff, da hat dann meine Mutter mal gesagt, wenn wir nach dem Krieg heil rauskommen und wir leben noch, Entschuldigung, dann stellen wir draußen von der Oma die große Madonna auf. Und so ist das dann auch passiert. Der Lieblingsbruder von meiner Mutter, der hat das dann hier gemacht. Er hat die Madonna aufgestellt und die Mutter hat es Gott sei Dank noch erlebt. 1960 ist sie eingeweiht worden. Aber das war schon eine sehr schlimme Zeit. Und viele Leute, die hier sind, gucken da rein. Mensch, hätte ich viel zu viel Angst, da reinzugehen. Doch, ne? Da sag ich, können Sie mal sehen, wie die Zeiten sich geändert haben. Wir hatten früher hier Angst und sind deshalb da rein. Am alten Standort der Brücke von Remagen erinnerte 20 Jahre lang nichts an die dramatischen Ereignisse vom Kriegsende. Als ich 1965 zum Bürgermeister von Remagen gewählt wurde, und dann gehe ich natürlich in den ersten Tagen durch die Stadt, um sie kennenzulernen, komm hier hin. Hier war alles verdreckt, versaut, verkommen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. An einer Stelle, wo Weltgeschichte geschehen ist, macht niemand was. Hans-Peter Kürten brauchte 7 Jahre, um das Grundstück des Brückenturms von der Bundesbahn zu erwerben und hatte dann eine Idee. Komischerweise las ich damals in der Zeitung, dass unglaublich viele Amerikaner nach Pearl Harbor flogen, wo die Japaner den Amis Schlachtschiffe versenkt hatten. Ich dachte, was? Die Amis gehen dahin, wo sie verloren haben. Dann werden sie doch bestimmt dahin gehen, wo sie gewonnen haben. Du brauchst nur ein Souvenir. Und dann ging ich zu der Abbaufirma und sagte denen, sagen Sie mal, können Sie mir die Ummantelungssteine von den Pfeilern nicht alle auf das Remagener Ufer werfen? Ich war über Nacht steinreich. Dann machte ich das so klein, obendrauf die Brücke, ein Steinchen, das wirklich von den Pfeilern im Rhein ist und so ein Zertifikat, um das hier hineinzumachen, dass man rausdrehen kann. Das ist so lang, das erzählt in Deutsch und Englisch die Geschichte der Brücke von Remagen. Und am 7. März 1978 verkaufte ich zum ersten Mal Steine. Über den Verkauf der Steine bekam ich so viel Post, so viel Unterlagen, dass ich überhaupt in der Lage war, in den Türmen ein Museum einzurichten. Seitdem kommen viele Menschen nach Remagen, um sich dort über die Kriegsereignisse am Rhein zu informieren. Auch viele Amerikaner besuchen das Museum. Die Enkelin von Alex Drabik, der als Soldat bei der Eroberung dabei war, kommt schon zum zweiten Mal. Ich wollte noch mal die Brücke sehen, die mein Großvater Alex Drabik überquerte, wo er einst eine wichtige Rolle gespielt hat, und die Geschichte nachvollziehen, die sich hinter dem Ereignis verbirgt. Als ich das erste Mal hier war, war es sehr berührend für mich. Ich musste weinen. Es war so emotional, als ich die Bilder sah und realisiert und verstanden habe, was hier im Detail geschehen ist. Es war sehr hilfreich zu sehen, was die Menschen hier mitgemacht haben. Die Bilder von den Bombardements, die zerstörten und fast ausgelöschten Städte. Das ist schon beeindruckend.
Viele amerikanische Veteranen kommen zu Gedenkveranstaltungen ins Friedensmuseum. Sie erinnern sich an die dramatischen Ereignisse im März 1945 und an einen großen Sieg in Europa. In Pennsylvania, in dem kleinen Ort Tiddyhoot, wird jedes Jahr die Eroberung der Brücke von Remagen vor einem interessierten Publikum nachgespielt. Die Brücke über den Allegheny River dient als Kulisse. Männer, die sich in ihrer Freizeit mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, spielen Soldaten der amerikanischen und der deutschen Armee. Die spektakuläre Eroberung der letzten intakten Rheinbrücke am Kriegsende liefert die Vorlage. It was a good show. Es war eine gute Show. Es ist nicht ganz genau, wie es damals passierte, aber es kann natürlich auch nicht ganz genau so nachgespielt werden. Die Leute können das heute nicht nachempfinden. Es bringt Erinnerungen zurück und es lässt viele Menschen wieder über den Zweiten Weltkrieg nachdenken. Bachmann, hier! Wir wollen all die Menschen ehren, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, weil es eine so schreckliche Zeit war. Wir haben das damals alle nicht erlebt und wollen jetzt einfach nur in der Zeit zurückgehen und schauen, wie es war, diese Ausrüstung zu tragen, die Gewehre zu benutzen, diese Erfahrungen zu machen, ohne dass Blut fließt, ohne die Explosionen, den Tod und die schrecklichen Sachen. Wir sind immer noch Kinder, die gerne Krieg spielen. Eingerahmt ist die Inszenierung von einer kleinen Feier und einer Ehrung für die Soldaten, die einst wirklich in Remagen gekämpft haben. Für Amerikaner verdienen Veteranen, die für die USA in den Krieg gezogen sind, lebenslangen Respekt. Es ist wichtig, dass die Kinder über die Dinge Bescheid wissen, vor allem wenn man bedenkt, was heute alles in der Welt passiert. Wir könnten alle leicht in einem dritten Weltkrieg enden. Die Dinge beruhigen sich einfach nicht und ich finde es schrecklich, vor allem für die Kinder. Das Nachspielen ist sehr wichtig. Wenn das Thema schon in der Schule kaum noch eine Rolle spielt, können wir wenigstens unsere Kinder hierher bringen. Ich bin nicht Soldat gewesen. Ich habe als 15-Jähriger knapp 2 Monate in Holland Panzergräben auswerfen müssen, habe dabei eine Reihe Tieffliegerangriffe erlebt. Nicht alle, die da waren, von unseren jungen Bürschchen, ist wieder nach Hause gekommen. Und deshalb habe ich als Kind wirklich begriffen, was Krieg ist. Und davon wollte ich in meinem Leben nichts wissen. Und habe gesagt, als ich hier anfing, die Geschichte der Brücke von Remagen zu erzählen, die für unser Land ein Segen gewesen ist, dass es den Amerikanern gelungen ist, darüber zu gehen. Denn sonst hätten wesentlich mehr Leute in Deutschland sterben müssen. Und da habe ich gesagt, man muss für den Frieden arbeiten. Jahr für Jahr kommen heute tausende Besucher. Das Friedensmuseum in Remagen und das Theater in Erpel haben die Ereignisse der dramatischen letzten Kriegswochen am Rhein wieder lebendig gemacht. 10 Tage im März 1945 hat diese Brücke Geschichte geschrieben. Sie bleibt in Erinnerung, auch wenn es sie heute nicht mehr gibt.